Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zum neuen Video auf meinem Kanal. Heute zum neuen Investing-Video, was ihr mit dem TDW investieren könnt und für die Champions League-Partien. Da werden wir heute drauf eingehen. Ihr seht schon das TDW im Hintergrund. Da werden wir kurz durchgehen, welche Spieler sich meiner Meinung nach am meisten lohnen zu investieren. Wie gesagt, auf die Champions League-Partien werden wir auch noch gleich drauf eingehen. Ihr seht hier erstmal die ersten 5 von der Ersatzbank. Könnt ihr euch einen immer mitnehmen, so für Abschlusspreis, würde ich aber jetzt nicht in Masse gehen, weil klar, die haben jetzt nicht das Rating und aktuell Informs schwierig, Freunde, ne? Informs aktuell schwierig, braucht man aktuell keinen, könnte sein, dass die sich noch ziehen. Ich habe gedacht, dass die dieses Jahr schneller SBCs bringen, wie die aktuell bringen, weil ihr seht hier diese Informs, kostet nichts, ne? Das ist 81er Brasilianer, ihr seht, da wird nicht geboten, ne? Letztes Jahr, die ging für 12-13k weg, so Karten. Am Ende sogar für 20 81er. Also, das sind wirklich gute Preise hier. 81er Brasilianer für 10k. Macht ihr nichts verkehrt, den hier kriegt ihr wahrscheinlich auch für 10. 2,5, 82er, also für 10, 2,5. Wer investieren will auf lange Sicht und da ordentlich Coins machen will, der kann mit solchen Karten hier nichts verkehrt machen. Weil die werden früher oder später steigen, ist halt nur die Frage wann, ne? Freunde, das ist das Ding. Man kann es nicht sagen, wann es passieren wird, wann EA die SBCs bringt, wo man halt die Informs braucht. Auch den hier kannst du mitnehmen, 10k. McKenny, auch Abstoß, Bundesliga, immer interessant, kommt ja immer Player of the Month. Kommt vielleicht irgendwann mal ein richtig krasser, wo man ein paar Informs braucht. Ist er vielleicht hier nicht uninteressant. Schmeichel, auch vollkommen billig, ne? 20.000, ist wahrscheinlich bei 17.000, 18.000, wenn es den für 20.000 schon da vorne gibt, könnt ihr euch auch mitnehmen. Also da macht ihr auch nichts verkehrt. Navas, auch relativ günstig, 30.000 für einen 88er, seid ihr wahrscheinlich schon so viel. Also ihr seht, das sind sehr, sehr viele Karten, wo ihr investieren könnt. Von den Rest hier müssen wir schauen, wen man noch mitnehmen kann. Acuna, auch der hier. Ihr wisst auch immer 84er Inform. Gehen immer bei guten SBCs. Immer auf 20.000, 25.000. Wie gesagt, Freunde, das ist eher für die Leute, die auf lange Sicht investieren wollen. Wenn ihr sagt, ihr wollt schnell gewinnen, macht es lieber nicht. Dann macht doch lieber die anderen Methoden. Hier ein Duffy, spielt der Premier League. Ja, 10.000 für Premier League, 82er. Ihr macht nichts verkehrt, ne? Also da könnt ihr nichts verkehrt machen mit solchen Spielern. Dinje ist, glaube ich, auch okay, er ist ein bisschen teurer. Dinje würde ich nicht kaufen. Pjanic könnte man wahrscheinlich auch kaufen. Ja, Pjanic, obwohl, ist, glaube ich, teurer und Navas hat besseres Rating. Dann eher Navas kaufen, wer auf Rating gehen will wegen Informs. Sheriff kann man noch gucken. Ja, Sheriff ist auch ein bisschen teurer wie Abstoß, obwohl, war bei 12k. Wenn ihr für 10k bekommt, könnt ihr auch mitnehmen. Auch den hier, 82er, italienische Liga, 11k. Könnt ihr auch nichts verkehrt machen, Freunde. Also mit solchen Spielern macht ihr wirklich gar nichts verkehrt. Könnt ihr euch auf jeden Fall mitnehmen. Ja, und dann wären wir so mit dem TDW durch. Und dann können wir so gesehen auf die Champions League Partien eingehen. Ich zeige euch, was ich im Verein habe. Was ihr auf jeden Fall euch gönnen solltet. Und ja, so Freunde, wie gesagt, ich zeige euch, was ich investiert habe. Ich bin ehrlich zu euch. Ich habe in alle Spieler investiert, wo der Champions League drin sind. Warum? Weil ich die SBC auf jeden Fall selber machen will. Ihr seht hier, bei solchen Karten macht ihr kein Risiko, wenn ihr die für 400 holt und hier Silberspieler für 200 oder 150. Erste Partie ist nämlich Schachtja Donetsk gegen Zagreb. Dieses Mal ist es meiner Meinung nach auch nicht so sicher, was die bringen dieses Mal. Zagreb zeige ich euch auch noch. Da gibt es auch, glaube ich, nicht so viel. Ja, da, okay, da haben wir auch ein paar geholt. Ihr seht hier 350. Holt euch doch so ein paar Spieler. Kommen die nicht, ihr könnt die für 450 wieder verkaufen, habt ihr minimalen Gewinn und seid die sofort wieder los. Also da macht ihr auf jeden Fall nichts verkehrt. Man muss sagen, ich habe in ein paar Partien nicht investiert. Das ist auf jeden Fall hier Inter gegen BVB, habe ich zum Beispiel nicht investiert. Weil Dortmund aktuell in den Top-Partien ist, ich denke, dass die eher gegen Schalke kommen, wie gegen Inter. Könnt ihr aber gerne, wenn ihr denkt, ihr investiert lieber in die, kauft ihr lieber trotzdem Inter gegen Dortmund. Dasselbe Gala gegen Real. Gala spielt gegen Besiktas am Wochenende. Ich denke eher, dass die in die anderen Top-Partien kommt. Ihr könnt trotzdem ein paar Gala und ein paar Real Madrid-Spieler kaufen. Real Madrid-Spieler gibt es nur diesen einen Uruguayer. Wenn Real Madrid unbedingt benötigt wird, werden die hochgehen. Also da könnt ihr auf jeden Fall dick investieren. Das ist ganz klar. Wie gesagt, ich muss auch noch gucken. Ich weiß nicht, ob ich aktuell von jedem Team, wo hier in der Champions League ist,
investiert habe. Aber wie gesagt, man kann ein paar Teams auf jeden Fall ausgrenzen, die meiner Meinung nach nicht drankommen werden. Aber ich werde zu allen Partien was sagen, was meine Meinung ist. Deswegen habe ich jetzt erstmal die zwei genannt, die ich hier komplett nicht erwähnen werde, weil die sind meiner Meinung nach sehr die kommen meiner Meinung nach nicht dran. Wenn ihr denkt, die kommen dran, könnt ihr die natürlich trotzdem kaufen. Ganz klares Ding, Freunde. Nächste, wo ich sehr mit rechnen würde, würde mich nicht überraschen, wenn es kommen würde. Leverkusen gegen Atletico Madrid. Man muss sagen, Leverkusener Spieler sind schon unfassbar teuer. Ich habe zwei Stück nur für 400 bekommen. Die kosten schon 800-900. Bei Atletico habe ich, glaube ich, ein paar mehr bekommen. Ja, zweite Liga ist Atletico nicht. Haben wir, glaube ich, ein paar mehr bekommen. Ja, da war. Ja, ihr seht, so habe ich ein paar geholt, weil die waren recht sympathisch, so vom Preis hier. Für 82er 900 habe ich direkt drei Stück geholt. Besser gesagt, ich glaube, den hatten wir als Erstbesitzer. Ja, da haben wir die anderen beiden für 900 geholt. Das ist ein okayer Preis für 82er 900. Kann man noch zahlen. Kriegt man immer für das Rating ungefähr wieder die Coins. Deswegen zahle ich das gerne für diese das Rating. Das ist vollkommen in Ordnung. So, nächste ist auch wieder relativ interessant. Man City gegen Atalanta Bergamo. Man City, ich weiß nicht, ob wir da jetzt so viele Vereine haben, aber einen müsste ich mal noch einholen. Wie gesagt, zwei solltet ihr von jedem am besten holen, wenn ihr die SBCs selber machen wollt. Wenn ihr so richtig viele investieren wollt, hört da einfach auf euer Bauchgefühl, was ihr denkt, welche Spieler kommen da rein. So ganz, wie gesagt, gibt viele Partien, die da die Chance haben. Mein Favorit werde ich auch noch sagen, wo ich denke, sollte eigentlich sicher sein hier. Bergamo haben wir auch noch drei Stück. Ich glaube, die haben wir alle als Erstbesitzer. Nächste ist Bayern gegen Olympiakos. Ich denke nicht, dass die kommen, weil die letzte Champions League Partien dran waren. Die habe ich auch nicht eingekauft. Die kamen ja letzte Mal gegen Tottenham. Denke ich nicht, dass die kommen. Nächste ist Paris gegen Club Brügge. Ja, denke ich auch nicht, dass es kommt, aber ich nehme es mal trotzdem mit rein. Ich glaube, Paris habe ich auch gar nichts geholt. PSG, ja, mal trotzdem ein paar am Start. Ich weiß gar nicht, ob ich die gekauft habe. Einer war gekauft. Club Brügge könnte halt teuer werden. Ich weiß nicht, ob es da so viele Goldspieler gibt von den Belgiern. Deswegen, ja, holt euch da ein paar, macht ihr nichts verkehrt mit solchen Spielern. Club Brügge. Ja, haben wir sogar auch in Ladung am Start. Ihr seht auch viele Untauschbaren. Also Hauptsache, ich kann die SBC selber machen. Deswegen, das ist schon mal gut. Nächste Partie ist Tottenham gegen Rotterstedt Belgrad. Selbe Prinzip wie bei Bayern. Die waren schon. Deswegen denke ich nicht, dass die nochmal kommen. Nächste ist Juventus gegen Lokomotiv Moskau. Juve, auch selbe Prinzip wie Bayern und Real. Werden immer sehr, sehr teuer. Weil es auch hier nicht so viele Goldspieler gibt. Ich weiß gar nicht, ob man da ein paar haben. Ich glaube, die sind alle untauschbar. Ja, okay. Also zwei Stück sind untauschbar, aber die könnte man zur Not für diese Challenge abgeben. Deswegen vollkommen in Ordnung, meiner Meinung nach. Reicht auf jeden Fall. Und Lokomotiv Moskau. Gucken wir auch mal noch, wo die sind. Russland. Aber glaube ich nicht so viele. Okay, zwei Stück reicht. Haben wir natürlich auch, ja, untauschbar sogar ein. Geht klar. Und nächste Partie wäre Leipzig gegen Zenit St. Petersburg. Und da kann ich sagen, die wird zu 1000% nicht kommen, Freunde. Ihr seht hier schon russische Liga. Es gibt kein Zenit St. Petersburg in FIFA. Deswegen, das ist schon mal ein Duell. Müsst ihr überhaupt nicht investieren. Wird nicht kommen, weil es die nicht in FIFA gibt. Keine Ahnung, warum es die nicht gibt. Aber die gibt es auf jeden Fall nicht. Jetzt kommen wir zu der Partie, die meiner Meinung nach am safesten ist. Wie gesagt, aber bildet euch eure eigene Meinung, Freunde. Premier League auf jeden Fall. Chelsea spielt gegen Ajax Amsterdam. Meiner Meinung nach die interessanteste Partie. Ihr seht auch, da habe ich die meisten Spieler geholt. Ich habe auch mal so einen Kepa für 3K geholt. Ob man den jetzt brauchen wird, keine Ahnung. Kovacic, guter Preis, 1K für 82er. Rüdiger, 1K, sehr, sehr guter Preis für 82er. Giroud, untauschbar. Alonso am Start. Ihr seht, sehr, sehr viele auch untauschbar durch diese ganzen Belohnungen, die man durch diesen Battle Pass dies, das bekommt. Also, ja, ihr seht hier, wie gesagt, sehr, sehr viele auch, die Hälfte von den ganzen Spielern immer untauschbar. Und Ajax muss man sagen, ist schon teuer. 1,2er kosten die aktuell. Holt euch nicht so viele von denen. Kommt es nicht, gehen die runter. Ihr seht, wir haben ein paar am Start. Blind für 1,4. Habt ihr null Risiko. Nehmt, könnt ihr euch mitnehmen, weil für 83er kriegt ihr immer eure Coins wieder, deswegen habe ich ihn mitgenommen. Onana halt 950, er hier 900. Ich würde euch auch eher empfehlen, seltener zu holen.
könnt ihr am wenigsten Minus machen, ne? Ist aber trotzdem leichtes Risiko, Freunde. Also da, ja, lieber nur ein paar holen, lieber nur zwei Stück, drei Stück, nicht auf Risiko gehen. Deswegen, das, so würde ich das euch empfehlen. Nächste Duell ist Slavia Prag gegen Barcelona. Gucken wir mal, Slavia Prag. Ich weiß, ja, die gibt's sogar. Slavia Prag, die könnten auch teuer werden, weil ich weiß nicht, ob es da jetzt so viele Spieler gibt davon. Gucken wir mal. Ja, haben wir sogar einen nur. Gucken wir, dass wir da auf jeden Fall noch ein paar nachkaufen. Barcelona. Ja, weiß ich auch nicht, ob wir da so viele Empfänger haben. Aber gucken wir einfach mal. So, Barcelona. FC Barcelona. Zeig mal, was ihr habt. Da gibt es auch nur diesen einen Wuschelkopf da. Und Firpo. Firpo, ich weiß nicht, was er kostet. Habe ich am Anfang auch sogar gezockt. Das habt ihr ja gesehen. Firpo. Es gibt noch diesen einen Non-Rare, den könnt ihr euch auch holen. Die anderen natürlich sind in meinem Team, die werden dann natürlich nicht abgegeben, ist natürlich ganz klar. Ja, dann hol ich mir noch ein paar von Barca am besten und am besten noch von Slavia Prag, genau, Slavia Prag war das. Am besten noch von jedem einen wenigstens, dass man da natürlich zwei Stück hat. Mit zwei Stück seid ihr immer auf der sicheren Seite. Nächste ist, was ich auch interessant finde, die Partie. Red Bull Salzburg gegen Neapel. Finde ich irgendwie, ist ein interessantes Duell. Hier haben wir nur einen am Start. Ich weiß nicht, wie viele wir bei Napoli am Start haben. Gucken wir kurz. Wie gesagt, holt euch ja immer 2-3 Stück und ab geht die Fahrt. Ihr werdet damit kein Minus machen. Einen haben wir nur. Also da sollte ich schon immer noch ein paar holen, wo wir nur 2 Stück oder nur ein Stück am Start haben. Deswegen, ja, da sollten wir schon noch ein paar holen. Nächste ist Genk gegen Liverpool. Ich glaube, Liverpool ist aktuell Top-Partien, deswegen grenze ich die auch wieder aus. Gehe ich nicht davon aus, dass das als Top-Partien kommt. Nächste ist Lille gegen Valencia. Auch kein so schlechtes Duell. So eine Partie würde mich, wie gesagt, nicht überraschen, wenn die reinkommen würde. Ach, nicht Bordeaux, Lille. Da haben wir nur einen am Start, soll ich auch mal noch einen holen. Und Valencia gehen wir rein in die spanische Liga wieder. Ja, Freunde, ihr könnt natürlich auch gerne reinschreiben, wo ihr das jede Woche so sehen wollt, so ausführlich, was ich geholt habe, aber meistens werde ich die Spieler dann noch behalten, weil die Champions League Partien werden sich natürlich die nächsten Wochen dann nur ein bisschen ändern, spielen die gegen ein anderes Team und ich werde die Spieler trotzdem im Verein haben, aber ja, Valencia auch und Lille auch, zwei gute Mannschaften. Und das letzte Duell ist nochmal hier portugiesische Mannschaft. Benfica gegen Lyon, auch ein gutes Duell, wie gesagt. Einfach ein paar Spieler davon holen. Gucken wir mal kurz, wo die portugiesische Liga ist. Hier ist sie. Benfica, Lissabon. Gebt mal her. Gucken wir mal kurz, was wir da am Start haben. Server wieder leider sehr, sehr träge. Also ihr seht hier, haben wir sehr, sehr viele. Anscheinend habe ich da viele bekommen und wir hatten auch ein paar als Erstbesitzer. Aber ich habe die anderen hier alle für 400 bekommen. Deswegen, da könnt ihr Onmars mitnehmen, wenn ihr die für 400 bekommt. Habt ihr sowas von kein Risiko. Oder wenn ihr die seltenen für 150 bekommt. Der League Or war da gerade. Olympique Lyon brauchen wir. OL. Ja, hier. Haben wir, glaube ich, auch ein paar am Start. Ja, also die habe ich alle für 600-700 gekriegt. Ihr seht es hier, also sehr, sehr günstig, die Kollegen hier. 600-700, macht ihr wirklich nichts verkehrt. Gönnt euch ein paar, wenn die kommen, wenn die sehr hoch gehen. Bei Lyon und so Teams eher weniger, weil man muss sagen, Freunde, bei so Lyon, es gibt 10.000 Goldspieler. Wir können mal bei nochmal auf den Markt gehen. Zum Beispiel, ich zeige es euch nochmal an Real Madrid, was ihr da einkaufen könnt. Okay, es gibt, glaube ich, noch Jovic. Real Madrid gibt es nicht so viele Goldspieler. Wenn ihr da, könnt ihr immer einkaufen für Vorrat. Holt euch da am besten immer ein paar. Real Madrid gibt es nie so viele Goldspieler, wo jetzt einen guten Preis haben. Ich glaube, es gibt nur Jovic und diesen, ja, und, ah, okay, ihn hier und ihn hier. Okay, es gibt doch ein paar. Aber, okay, Bayern hat halt noch Tolisso, Ulreich und wen hatten die noch? Die hatten noch irgendeinen Pavard, genau, Pavard. Und aber na, Real hat halt jetzt einen mehr so gesehen. Durch den hier, den hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Gucken wir mal, was der billigste aktuell ist. Ja, ist schwierig. Ihr seht schon, sind schon teuer. 1K. War mal mit 1K schon mal gut dabei. Da könnt ihr direkt Jovic kaufen, weil Jovic, wenn ihr so überlegt, ist 83, er kostet wahrscheinlich 1,3 wie die ganzen, 1,4 vielleicht auch, 1,3.
Also, ja, wo nehmt ihr euch einen mit? Damit macht ihr nichts verkehrt. Also, die Server, wie katastrophal, Freunde. Deswegen, wie gesagt, ich werde euch aktuell auch ein bisschen Spielpause machen. Wir haben ja 28 Spiele am Stück gemacht am Sonntag. Deswegen, komm, gib mir den. Ja, also, okay, ihr seid der Jovic 1000 ungefähr. Macht ihr nichts verkehrt, haben wir sogar einen Kollege. Egal, machen wir ÜV, 2-4 drauf, einfach mal behalten, geht der weg. Ne? Ganz klar. Und dann würde ich sagen, wäre es das mit diesem Video gewesen, Freunde. Ich hoffe, es hat euch mit dem Investieren wieder gefallen. Wenn ja, gebt mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. Schreibt was in die Kommentare. Ciao, ciao, bis die Tage, meine Freunde.